Und weiter geht's im Text. So. Nichts ist hier passiert. Nee, am Schlachtfeld liegen ein paar mehr rum. Waren wir hier auf diesem Turm denn schon? Ich glaube bald nicht dran. Der Berüchtigte. Ich bin nicht berüchtigt, ich bin berühmt. Da hast du dich jetzt ein bisschen vertan, Jungchen. So, gehen wir mal hier lang. Verstecken uns mal kurz hier drin. Dann kann ich nämlich mal auf die Karte gucken. Wo müssen wir denn hin? Sag mal. So, und zwar müssen wir jetzt eigentlich mal ein bisschen zum Aussichtsturm. Ne? Wer hier? Habe ich jetzt auch ganz klug und clever erkannt. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade ein bisschen anders spreche. Ich habe den Kaffee ein bisschen heiß getrunken. Der hat mir gerade bei Hirnzellen verbrüht. Kann ja mal passieren, die wachsen bestimmt nach. Habe ich so in Bilontuli gehört. Hieß, glaube ich, so. Hatte was mit Zahlen zu tun. Gut, genug Schwachsinn erzählt. Hier ist auf jeden Fall... Ach, das ist doch wieder so ein Rennfuzzi wahrscheinlich. Erst Aussichtsturm oder erst Rennfuzzi? Aussichtsturm. Dann Rennfuzzi. Dann sehen wir... Oh! Okay. Erst Aussichtsturm, dann Glyphe, dann Rennfuzzi. Torre del Diavolo. Okay. Was heißt das? Turm des Teufels? Irgendwie sowas, kann das sein? Torre? Wächter? Das... Keine Ahnung. Es hat irgendwas mit... Torre und Diavolo zu tun, würde ich sagen. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, boah, wie ist denn der schon wieder darauf gekommen? Ja, ich habe halt in der Schule aufgepasst und, ja, gut, diese Glyphe ist jetzt tatsächlich wahnsinnig schwierig versteckt. Ja, und wir springen dann jetzt mal nicht runter. Habe ich so im Gefühl, dass irgendwie hier so die Glyphe versteckt sein könnte. Oh mein Gott, jetzt werdet ihr euch sicher fragen, woher wusste er denn das nun? Ja, er wusste es halt. So, was kommt denn jetzt für eine? Märtyrer. Mhm. Das klingt gut. Der Zar Nikolaus II. Das ist wieder so ein... ganz tolles Infrarot-Piep-Piep-Rätsel, die ja auch so unheimlich schwer sind. Ja, ganz toll, der Stab. Den hatten wir doch schon ein paar Mal. Hier, Schwert. Korrekt, Schwert. Und dann der Stab, das Schwert und... Oh, gar nichts, okay. Was haben wir denn hier eigentlich für einen Zusammenhang? Was passiert hier? Ich habe das jetzt nicht mitgekriegt. Ohne den Stab war der Zar Macht. Er konnte seine Untertanen nicht mehr kontrollieren. Revolution! Revolution! Ja. Okay, ich glaube, das war's soweit. Und wir haben den nächsten Teil. Das freut uns natürlich jetzt gerade tierisch. Es geht langsam auf die Hälfte zu. Aber beim Umschauen habe ich doch hier... Da hinten ist erstmal ein Steckbrief. Der ist erstmal uninteressant. Ich habe da drüben eine Feder gesehen. Auch wenn ich gesagt habe, dass ich sie nicht suchen möchte, so reizt es mich doch, wenn ich eine sehe, sie auch zu holen. Aber, ist hier unten Heu? Ja, ich probiere es einfach mal. Ich riskiere es. Ja. Können wir ihn jetzt eigentlich irgendwie anlocken? Können wir? Vielleicht so lustig sein und hier mal einfach was rauswerfen? Ne, irgendwie nicht. Irgendwie entdeckt er uns immer. So, und bevor das jetzt einer sieht, verstecken wir den mal ganz schnell im Heu. Schwupp. Dann durchsuchen wir die Kiste und dann würde ich sagen, machen wir das Rennen. Wenn es überhaupt in den zeitlichen Plan noch reinpasst. Ja, doch ein paar Minütchen haben wir noch in der Folge. Also krabbeln wir mal ganz flott hier wieder hoch. Der war ja irgendwo auf, ja, was das soll. Ich möchte rüber zu dem Onkel, der das Race für mich hat.
Ja, genau, er war auf diesem Rundturm hier. Gut. Probieren wir es doch mal. Ich kann jeden Mann hier schlagen, wenn es ums Tempo geht. Man sagt, ihr wärt ein echter Gegner für mich. Wer sagt das? So, die Bestzeit liegt bei 2 Minuten. 2 Minuten für 18 Checkpoints. Halte ich jetzt mal gerade für sehr realistisch. Upsala, aber nicht, wenn ich so einen Scheiß baue hier. Oh, flitzen wir einfach mal lang. Ja, ich und meine große Schnauze wieder, ne? Schon wieder eine Fehler, na sag mal. Ja, sorry, ich hätte auch gerne mit dir gespielt, aber ich habe gerade keine Zeit. Ich bin sowieso schon ein bisschen im Verzug. So, einfach weiterrennen hier. Keine Müdigkeit vorschützen. Ach, ich mag diese Musik. Wahrscheinlich kriege ich deswegen wieder einen Content-ID-Treffer drauf, aber egal. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ach, guck mal, wir haben hier schon wieder die nächste Glyphe gefunden. Wundertastisch, übrigens. Da freue ich mich sehr drüber. Jedes Mal aufs Neue. Ah, Hälfte der Zeit ist um. Ja, das Treten deiner Mutter auch, soweit ich weiß. Ach, ich bin schon... Die Anordnung von den Checkpoints hier, die ist echt mal sowas von Banane. Das glaubt ihr nicht, ohne Leiter. So, ist einfach irgendwie einfach nur hier ins Heu. Oh, 5 Stück noch. Hat er gerade Wutbürger gesagt? Hätte ich jetzt persönlich witzig gefunden. Weil ich glaube, der Begriff Wutbürger war doch eigentlich... Der ist doch neuer als dieses Spiel, oder? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. 3 Stück noch. Und, Na komm, Ezio! Oh, okay. Das war jetzt, knapper, als mir recht war. 3 Stück von euch, Äffchen. So. Entschuldigung, aber das musste jetzt einfach mal sein. Oh, da ist das nächste schon wieder, ey. Aber wenn ich jetzt auf den losgehe, dann habe ich erst recht schlechte Karten. Also lasse ich das mal lieber. Okay, da hinten habe ich gerade einen Borgia-Kurier gesehen. Das freut mich. Hauptsache, er entkommt uns gerade nicht. Ja, komm aus dem Brunnen raus, Ezio. Beeindruckend, wenn auch gewagt. Ach, verdammt, der ist schon sehr weit weg. Aber den kriege ich noch. Müsste eigentlich. Wo ist er lang? Hallo? Ja, weiß ich doch. Da läuft er. Kann das sein, dass sie immer im Kreis rennen? Ey, gibt's doch nicht. Zieht er sich ja eiskalt 1 Meter, bevor ich ihn habe? Hoch. So, jetzt wird natürlich übelst gesucht. Aber das ist nicht weiter schlimm. Denn das lohnt sich halt immer, wie wir mittlerweile schon gelernt haben. Und da ist eine Amtsperson. Ihr dürft runter hier, sofort! Und die lohnen sich halt auch immer. So, jetzt sind wir fast nicht mehr gesucht, das ist schön. So viel zum Thema, wir sind fast nicht mehr gesucht. Nö, wir sind einfach nur gerade voll mit ihm. Hoch, hoch. Oh, da ist eine Feder. Die habe ich jetzt gesehen, die will ich jetzt auch. Au! Hat der mir jetzt gerade den Pfeil voll in die Murmel gestopft, ey? So. Sind wir jetzt auch nicht mehr gesucht, würde ich sagen. Animagi? Hat die jetzt gerade Animagi gesagt? Hat das jemand mit Harry Potter zu tun? Ich glaube ja. Plural von Animagus? Sehe ich das richtig? Kann sein. Nö, 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 da sind schon wieder fiese Baden. Der Bade des Todes! Was haben wir da? Ach, guck an. Mission und hier haben wir noch einen Steckbrief. Das kommt ja hier alles. Das liegt ja ausgesprochen günstig gerade. Okay, was sagt denn die Map eigentlich dazu? Die Map sagt, wir haben hier ein Assassinengrab. Wir haben hier eine Kuriermission, eine Schlägermission. Noch einen Aussichtsturm, eine Kodexseite und nochmal eine Assassinenmission. Was haben wir hier?
Auftragsattentat. Hm. Ich glaube, ich mache gerade mal die Kuriermission. Na Quatsch, ich mache jetzt das Auftragsattentat, wo wir gerade mal hier sind. Ja klar, und ich, Idiot, markiere das auch noch. So, warte mal. Mögen die das eigentlich, wenn man Kisten plündert? Oh, das ist ihnen offensichtlich egal. Gut. Ernte, was du gesät hast. Jo, machen wir das doch. Wieso Musik? Gut, man braucht also nur meckern und schon hört das Getirelliere auf. Schön. Da freuen wir uns doch. Upsi. Wir müssen. Da kommen wir doch bestimmt rüber, oder? Ja, müsste eigentlich. Da kommen wir rüber. Okay, haben wir hier irgendwas, was unseren Sturz ein bisschen abfedert? Leider gerade nicht. Ah, doch, irgendwas wird da sein. Ach, da liegt an der Mauer. Das haben sie aber jetzt mal echt gut versteckt. Wenn diese Täubchen da jetzt nicht gewesen, dann hätte ich das jetzt. Autsch, sag ich schon mal. Nö, passt. Hätte ich das jetzt gar nicht entdeckt gehabt. So, und das Attentat gibt es dann in der nächsten Mission.